Ein königlicher Experte hat den einfachen Grund dargelegt, warum Prinz Harry in einem prestigeträchtigen Buch über die britische Armee nicht erwähnt wurde, und kritisierte gleichzeitig einen der wichtigsten Schritte der Sussexes seit ihrem Rücktritt als hochrangiges Mitglied des Königshauses. Prinz Harry und Meghan Markle wurden von einem Experten der königlichen Familie wegen eines bestimmten Schritts, den sie seit ihrem Rücktritt als hochrangige Mitglieder der Royals im Jahr 2020 unternommen haben, scharf kritisiert, als er den einfachen Grund erklärte, warum der Herzog wahrscheinlich in einem prestigeträchtigen Buch über die britische Armee weggelassen wurde. Für den Herzog von Sussex wird es ein schwerer Schlag sein, dass sein älterer Bruder Prinz William zwar das Vorwort für das Buch schrieb, in dem 200 namhafte Absolventen von Sandhurst aufgeführt sind, der jüngere Sohn von König Charles jedoch vollständig aus dem Buch gestrichen wurde, obwohl er während zweier Touren durch Afghanistan gedient hatte. Auf GB News erläuterte der königliche Experte Richard Fitzwilliams, warum Prinz Harry in die Liste der Menschen aufgenommen wurde, die aus der Geschichte von Sandhurst gestrichen wurden, und sagte, ein Verhalten wie die Auflistung der Anzahl der Personen, die sie persönlich getötet haben, macht ziemlich klar, warum er nicht dabei ist. Ich persönlich glaube nicht, dass er so überrascht sein wird. In einem späteren Abschnitt, als Herr Fitzwilliams über einen Witz sprach, der sich gegen die in Montecito ansässigen Royals bei den Golden Globes richtete und ihnen vorgeworfen wurde, für Nichtstun bezahlt zu werden, fügte Herr Fitzwilliams hinzu, einige von uns könnten bedauerlicherweise zustimmen, weil die meisten davon Harry sind. Ich habe es zuvor getan. Wenn er und Meghan nicht die königliche Familie ruiniert haben, was meiner Meinung nach für sie lukrativ war, was genau haben sie dann getan? Das ist die Frage, mit der sie sich befassen sollten.